Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Rifter mit Gorobai. Hallo. Und Kondran. Schönen guten Tag. So, bei den beiden sehen die Leute schon, dass ich was anderes anhab. Oh ja. Das ist nämlich eine krasse Taumik Tinkerer Rüstung, die in Taumcraft mit drin ist. Und jetzt gehen wir erstmal zu Goro. Komm mit. Hat er noch gar nicht gesehen, obwohl er daneben stand. Hier steht deine. Habe ich sehr wohl gesehen. Boah. Zieh sie an. Mit der kannst du nämlich fliegen, hast Fire Resistance. Und läufst schneller. Wie kann ich denn fliegen? Achso. Ja, normal. Kannst du auch fliegen genau. Oder haben wir jeder noch was anderes? Nee. Hier, Kundran hat auch eine. Alles, auch zum Fliegen? Alles, ja. Es ist die gleiche. Und du kannst halt in Lava schwimmen. Was ist das? Das erkläre ich gleich. Ich dachte, wir haben jeder was anderes. Das wäre viel witziger, wenn jeder was anderes hätte. Ja, das geht leider nicht. Also, das ist so, aber ist, glaube ich, die krasseste. Das ist ja cool. Man kann das einfach hier in einem Menü ändern. Achso, ja, was genau. Ist das? Das kenne ich noch gar nicht, nee. Achso, das ist ein erster Armor-Stat. So, und wenn ihr die Fähigkeiten von der Rüstung nicht haben wollt, drückt ihr einfach U, dann steht da Kami Armor Disabled. Oder? Stimmt. Kami Armor Disabled, ja. Und mit U macht ihr die auch wieder an. Enabled. Das heißt, wenn euch irgendwie die Effekte auf den Sack gehen oder so, könnt ihr die ausmachen. So, das hier, was auf dem Boden ist, das sind Teleporter. Da sind, okay. Wenn man Rechtsklick drauf macht, so Perlen drin. Nephi Home, Lager. Da sind Koordinaten drin gespeichert in diesen Perlen. Und wenn ihr da, euch da drauf stellt und Shift drückt, öffnet sich ein Menü. Und dann seht ihr die Punkte. Und wenn ihr auf den Punkt geht, zum Beispiel Goro Home, steht da Shift plus Left-Click to Teleport und dann seid ihr bei Goro. Und dann müsst ihr Escape einmal drücken, weil das Menü noch offen bleibt. Toll. So, und das habe ich jetzt hier bei uns überall verteilt. Und jetzt kommt ihr noch mit in mein Haus. Wie gesagt, oh, ich bin schnell. Alter. Ja. Ich bin schon mal Nephi. Ach du meine, was ist hier denn noch passiert? So, ich habe hier umgebaut. Jetzt steht links ist Kundrans Kiste. Rechts ist Goros Kiste. Nehmt euch das mal raus, was da drin ist. Okay, bodenlose Tasche und... Und links ist Kundrans Zauberstab und rechts ist Goros Zauberstab. Auf dem Podest, auf den Ladepodest. Einfach Rechtsklick drauf machen, dann kriegt ihr den. Okay. So, der hat 1000 Wiss, das heißt, der hält ewig. Meiner ist hier hinten. So, wenn ihr jetzt die... Ich hoffe, das ist bei euch irgendwie belegt. Und sonst können wir den hier wieder aufladen, oder was? Ihr könnt den wieder hier aufladen, genau. Ihr habt in der nimmt man diese bodenlose Tasche in die Hand. Ja. Und öffnet die. Ja, genau. Gut. Und dann habt ihr diese ganzen Dinger drin, diese Fokus. Ja. Da müsst ihr eigentlich nichts dran machen. Ihr müsst die Tasche nur im Inventar haben. Jetzt müsst ihr gucken, in den Controls, müsst ihr wahrscheinlich noch eine Taste für den Zauberstab anlegen. Unter Towncraft wahrscheinlich. Wo ist das denn? Hardcore-Ender. Movement, Multiplayer, Streaming, nee. Tinker. Da, Miscellaneous ist das. Change One Focus. One Focus ist bei mir auf F. Change One Focus. Da müsst ihr eine Taste füllen. Ich habe Punkt genommen. Einfach. Also die Punkt-Taste habe ich genommen. Das ist Period eigentlich, steht dann da. Ja. So, und wenn ihr dann den Zauberstab in die Hand nehmt und Punkt drückt, öffnet sich ein Kreis. Gedrückt halten, okay, ja. Genau. Und dann könnt ihr euch den Fokus aussuchen. Jetzt wählt erstmal, weil... Jetzt hört mir bitte nicht die Hütte an. nehmt mal alle den Celestial Recall, bitte. Wo ist der? Der ist links im Kreis, glaube ich, bei euch. Und Celestial... Ist so ein blauer. Celestial Recall, so, ja. Oh Gott. Jetzt habt ihr ja die Perle bekommen von mir, ne? Ja. Die Perle legt ihr jetzt unten in eure Hotbar ins Inventar, sodass ihr die unten in der Leiste habt. Und jetzt macht ihr lange Rechtsklick. Mit dem Zauberstab. Genau. Alter. Das ist ein Homestone. Das heißt, ihr könnt von überall, wo ihr seid, immer nach Hause zurück. Also den tue ich mir dann am liebsten erstmal ins Dings rein, ne? Aber du musst ihn, wenn du ihn benutzt, unten drin haben. Okay, aber ich kann ihn ja, wenn ich ihn... Du kannst ihn, genau. In meinen Rucksack. So, und wenn ihr den Fokus nicht mehr auf dem Zauberstab haben wollt, müsst ihr Shift und die Taste drücken, wo ihr die Fokis drauf gelegt habt. Dann zieht ihr den ab. Und Shift I. Shift und Punkt. Und dann ist nichts mehr. So, genau. Ansonsten, ja, könnt ihr halt gucken. Die ganzen Fokis. Ich hab auch noch ein paar Wizard gekillt. Wir können noch Wizard machen. Mal, dass ich hier durch die Wand durch jetzt die ganzen Punkte da in deinem Ja, das sind, ja, das ist leider im Helm drin. Okay, gut. Okay. Ja. Ja, und jetzt seid ihr halt mega ausgerüstet und wir können fliegen und alles. Nice. Und sollte das ja kein Problem mehr sein? Nee. Ja, wir können jetzt halt noch einen Wizard machen für Kundran. Da habe ich auch noch ein paar Köpfe. Und das alles noch vor Folge 100, wenn ich das so Ja, sehe. Geil. Vor allem haben wir heute Silvester.
Piu, piu, piu. Ist heute Alter. Silvesterfolge? Ist, ja, heute ist Silvester. Wir nehmen für morgen auf. Ja, stimmt. Endlich mal frische Folgen. Ich dachte, wir hatten kurz nach Gamescom. Und wenn ihr, hier dieser gelbe Fokus, Dislocation heißt das, mit dem könnt ihr alles bewegen. Ihr Dislocation? Ja, probier den mal. Zieh den mal dran. Genau, okay. Und jetzt hast du einen Block gespeichert und wenn du jetzt woanders hinklickst, legst du den wieder irgendwo hin. Also kannst du Spawner bewegen. Spawner kann ich nicht bewegen. Nee, aber Block, jeden Block. Auf das auch Blöcke, die du mit der Bitte? Lagerfeuer alles. Auch. Ja, Lava. Alles. Und ihr könnt halt in Lava schwimmen. Ja, das geht auch sogar. Ihr könnt sogar Flüssigkeiten reinpacken. Guck mal. Ihr könnt in Lava schwimmen jetzt. Das heißt, im Nether könnt ihr auch in Lava fallen. Passiert nichts. Ihr seid fire resistant. Und wenn ihr Effekte schiebt durch diesen Warp, könnt ihr hier einmal drin schwimmen gehen. Bis ihr einen Warp-Ward-Effekt bekommt. Ihr müsst dann so einen Warp-Ward-Effekt bekommen. Auf E seht ihr das ja dann. Hab ich nicht. Hab Haste 2 und Fire Resistance. Habt ihr noch keinen... Muss wahrscheinlich ein bisschen länger drin schwimmen. Guck, jetzt bin ich hier rausgeschwommen. Ja, und ihr könnt einen Block hochlaufen mit der Rüstung. Das ist auch wieder drin. Das ist auch wieder praktisch, super. Wer hat denn hier mein Zaun weggemacht? Nicht. Egal, dann mache ich hier... Ich kann ja in mein Haus rein. Und welcher Punkt ist der zum Loch aufmachen? Du meinst Portable Hole? Mhm. Das ist der schwarze. Rechts ist der. Genau. Könnt ihr jetzt auch alles machen. Also ihr habt jetzt jeden Fokus. Außer diesen Ward-Fokus. Dafür habe ich noch kein Dings geholt. Kein Nether Cube. Also kann ich jetzt so machen und dann kann ich runter in die Höhle? Könntest du, ja. Und da ich ja fliegen kann, ist das alles easy peasy. Ja, genau. Geil, ne? Ja, das alles heißt, wir können jetzt wirklich bedenkenlos einfach jede Welt untersuchen. Ja, genau. Und welche Welt hast du drin? Immer noch Dings? Es ist immer noch die komische Blumenwelt drin. Na dann. Aber da ist nichts drin, da war ich auch nochmal drin. Da ist nichts. Ach nee, welcher wurde mir das geschrieben? In irgendeiner Welt? Ich habe jetzt hier, ich habe auch ein paar Abyss Ramstones bekommen. Kevin haben wir noch und Christevia waren wir noch nicht drin. Ich habe den Brokkoli angezündet. Ach, ihr seid da schon reingegangen gerade, oder? Ich bin gerade im Lager. Ich überleg gerade. Achso, und ich wollte jetzt noch was machen, denn ich habe auch Crimson Knights gefarmt. Ich mache jetzt das Crimson Eye. Das ist irgendwie voll der krasse Shit, der da noch kommt. Und das baue ich eben. Und das habe ich ihm vorbereitet. Hier ist Alienis und ich habe das alles hier hingestellt. Ich gehe gerade einfach mal Advent of Ascension-Dinger rein in die eine Spur. Ich glaube, da hast du aktuell keine, kann das sein? Doch. Ich habe die umgestellt. Die ganzen Diakisten hier in der Ecke sind Advent of Ascension hier. Hier sind die ganzen Essenzen drin, hier sind die Coins drin. Okay, warte. Hier sind die Gems drin. Ich habe ein bisschen sortiert, so, weißt du? In den Diatrun oder warst du da drin? Ja, genau, in den Diatrun. Die Coins habe ich sowieso noch drüben, aber. Achso, und du brauchtest doch Hundeköpfe, ne? Ja. Hier, ich war doch im Nether. Hier, guck mal hier in die Ah, ne, warte mal. Hier. Nee, hä? Witchery. Also fliegen können, genau. Ist auf jeden Fall um einiges besser. Guck mal bei Witchery rein, da liegen zwei Hundeköpfe drin. Wo kommt das denn hin? Weil ich habe mal auch einen Cleaver gebaut, damit ich die Wizardköpfe farmen konnte. Und das ist mein kleiner Taumium-Golem, der, wenn hier ein Monster drin spawnt, haut der die kaputt. Ja? Okay, ist schon mal gut. Was? Wo ist ein Golem? Hier oben ist ein kleiner Golem. Ach, bei dir oben. Ja, das ist mein kleiner Wächter-Golem. Oh. Der haut Monster kaputt. Die können auch mehr, die können auch die ganzen Flaschen hier oben füllen und Kisten leer räumen, aber das ist wirklich zu complicated. Die Golems aus Soundcraft können richtig viel, ne? Ja, die können richtig krass sein. Also die können ja wirklich alles für dich machen. Und jetzt habe ich dieses Eldritch Eye. Kann ich das ja jetzt das. Tatsächlich, wenn wir dann nochmal einen Wizard töten. Kann ich eigentlich auch in anderen Welten nach Hause porten damit? Bitte? Nee, das geht nicht. Du könntest dir aber. Nee, das geht auch nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich euch eine Perle mitgebe, aber man muss die auf diesen Teleporter setzen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die jede Koordinate speichert. Ich weiß jetzt, warum Gardenzia so krass sein soll, weil hier so viele Monster sind zwischendurch. Geht das? Kann man das überall drauf? Ne, man muss das auf diese Teleporter setzen, das ist ein bisschen ätzend. So, was macht dieses Eldritch jetzt? Bei mir heute ohne Facecam übrigens, weil mein Greenscreen total nass ist, gerade. Was hast du denn gemacht? Den hab ich nass gespült, weil das ist neuer aus Stoff. Der andere war nicht richtig aus Stoff. Du hast auf U-Form gespült, gibt's dazu. Ja. Und wenn man die nass sprüht und hängen lässt,
dann glätten die sich so von selbst, Alter. Dann brauchst du die okay. nicht bügeln. Wenn ich hier rumfliege in der Welt, dann muss das erstmal ein bisschen länger laden. Okay, was passiert hier jetzt? Ja, wenn du fliegst, ist natürlich der Server ein bisschen lahm. Deswegen, Leute, unten ist ein Spendenlink. Bessere Server. Können wir uns einen dicken Nitrado-Server leisten? Ich hab ja einen, aber der hat nur 1 GB RAM. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, hier ist sogar mehr drauf. Ja. Ich weiß, in irgendeiner Welt hatte Cassiopeia mir in die Kommentare geschrieben, müssen wir irgendwen suchen und dann können wir. Oder das Labor von irgendjemandem suchen und dann können wir darüber irgendwie einen Boss beschwören. Ja, wir können auch über die Gems, normalen Gems, können wir Bosse beschwören. Wir haben nur nicht genug Gems und wir sind auch nämlich das hohe. Wir haben nicht das richtige Level. Ich bin jetzt Level 15 bei den Schwertern, kurz vor 16. Oh shit. Wie hast du das geschafft? Naja, ich war halt Farm. Einfach nur Monster gekillt, ne? Ja, und hier war, ich habe ein paar Blattenheits noch mitgenommen, also ein paar Blutnächte. Ja, wenn man fliegen kann, ist das mit den Blutnächten natürlich auch geil. Ja, du kannst vor allem diese roten Köpfe in der Luft killen. Die geben wahrscheinlich richtig viel, das ist natürlich nice. Also in der Gardensia-Welt bringt hier irgendwie gar nichts, gar nichts. Ich fliege hier gerade rum, ich finde hier nichts. Ja, ich kill gerade ein paar Monster. Ja, gut. Habe ich denn irgendwas Tolles auch für den Zauberstab, was irgendwie ja, Schaden du brauchst macht? Den Schaden mit dem Zauberstab eigentlich weniger. Ich habe nur gerade so eine richtige Monsterhorde angedingst. Jetzt auf Sinister. Oh, lass mich jetzt. Okay. Dadurch, dass ich die Monster. Also, ihr könnt rausprobieren. Ich weiß nur noch nicht, was Experience Drain macht. Das zieht einem nur irgendwie XP ab und ich weiß nicht, wo die landen. Alter. Was passiert, wenn ich in einem Portable Hole drin stecke, wenn es wieder zurückgeht? Dann kriegst du Schaden, als ob du in Gravel drin steckst. Aber ich kann dann wieder Portable, ne? Ja, zur Not machst du halt, wenn du in der richtigen Welt bist, halt den Homestone, damit du rauskommst oder so. Warte mal, da muss das Portal sein. Die Welt lädt richtig langsam hier. Ja. Seid ihr gerade in der Portalwelt oder was? Ja. Aber ich habe gerade geguckt in der Erde, da ist aber nichts. Ja, nee, das will ich mir nicht antun hier. 100 units of each should be sufficient. Ja, wohin denn? Oder muss ich hier die Dinger draufstellen? Hatten wir noch Welten, die wir noch nicht ausprobiert haben, ja, ne? Ja, 3 Stück haben wir noch. Gleich viel cooler so mit Fliegen und alles. Ja. Ach scheiße. Die ganze Welt ist viel cooler. Was ist und die Rüstung ist halt mega geil. Ich habe die gefunden im Buch und ich denke mir so, warum habe ich die noch nicht gemacht? Was kann Telekinesis so? Damit kannst du Items bewegen, also die auf dem Boden liegen. Das ist eigentlich voll unnötig. Aber ich habe jedem alle Fokis mal gemacht. Primal Vis, das sind ja die hier. 100 of each. Mal 2 davon. Oh fuck, 2 davon. 2 davon. Okay, was ist das für eine Flamme hier? 2 davon. Nein, hell, was macht da? Oh. Nein, hell macht so Feuerfledermäuse. Oh, hat er gemerkt. Das war... Nein, Hells! Attacke der Feuerfledermäuse. Hab ich jetzt... Macht es fertig, meine Monster. Das ist der geilste Aspekt, finde ich. War eigentlich gegen eine besondere Nacht gerade? Nee. Ja, ja. Das ist ein Testtier. Punkt. Das ist eine besondere Nacht. Das ist eine ganz besondere Nacht. Nein, hell. Das ist der beste Fokus ever. Petition. Hack. Ja, hab ich. Aber du hab ich. Terra hab ich. Oh Gott, was hab ich jetzt getan? 6. 1, 2, 3. Warum hab. Hä? Was hab ich denn hier für ein Foki drauf? Ich wusste gar nicht, dass ich hier einen drauf hab. Ein Foki? Alter! Sind die von dir? Nein, hells! Aber pass bitte mit dem Primal-Fokus auf, ja? Der macht der Häuser kaputt. Nein, Guru hat nur irgendwelche... Feuerfledermäuse, ne? Ja. Was ist denn Shadow Beam? Shadow Beam weiß ich auch noch. Aua! Nicht.
Der tut anscheinend weh. Tut der doll weh? Nee. Was haben wir noch so? Mending. Mending ist heilen. Wir haben nicht, wir sind nicht verletzt. Wenn du Schaden hast, Achso. kannst du andere heilen. Was ist das denn hier? Der Primal-Fokus, der macht ja Sachen kaputt, ne? Oh, bitte schieß den nicht. Hast du ihn geschossen? Bist du jetzt vergiftet? Hast du Pech's Curse geschossen? Nee, ja, das war ich. Ja, Pech's Curse vergiftet, genau. Ich mach den Primal-Fokus jetzt so. Ein Stück weiter weg. Hast du einen Bogen? Schieß mal mit dem Pfeil auf mich. Kommt der dann zurück? Schieß mal. Ah, geht gar nicht, ist zu schnell. Aber eigentlich kann man damit Geschosse abwehren. Okay, vielleicht weil Armbrust oder so? Geh mal weiter weg. Ja. Mach mal. Nee, geht nicht. Excavation! Excavation ist abbauen, weiß er. Ich jetzt hier bekommen? Ach, jetzt habe ich hier Wool of Bed. What the fuck? Ja. War ich jetzt bei 2 oder 1? Scheiße, da hinten war ich. Ender Rift. Ender Rift ist eine Tasche. Das ist der Pocket, da hast du noch eine extra Tasche. Nochmal eine Ender Chest, aber nicht die, die wir draußen stehen haben, sondern nochmal eine eigene. Hui. Achso, das ist das Fliegen hier. Ach ne, Schiffpunkt war das mit. Das Fliegen ist ja jetzt egal. Warum ist das egal? Achso, ja klar, aber die ist ja jetzt halt drin. Nehmen wir überhaupt. Ich hatte eben das Gefühl, dass ich auch keinen Fallschaden nehme, selbst wenn ich die. Nee, nimmst du auch nicht. Armor deaktiviere, meine ich. Was Equal Trade ist, du. Ich sag mal, du willst alle dein Glas austauschen gegen Tinkers Construct Glas. Dann hast du Tinkers Construct Glas im Inventar, stellst deinen Zauberstab drauf ein und dann tauscht der automatisch alle Blöcke, die du damit anschiebst. Oh shit, jetzt Ach so. Frost? Okay, macht mir gar keinen Spaß. Frost ist einfach nur ein Eisangriff. Hallo, darf ich bitte fliegen? Ja. Oh nein. Akku hat mich wahrscheinlich angegriffen. Geht das mit dem Zauberstab nicht? Frost ist super. Ja, Leute, ich würde sagen, das soll es dann mal gewesen sein, wa? Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Was ist Pech's Curse? Vergiftet einen. Also unseren Zuschauern wünsche ich allen einen guten Rutsch. Euch natürlich auch, aber wir reden ja eh noch, bevor es neue Jahr Ja, guten Rutsch, ne? Kommt gut. Lauft nicht zu viel. Jahr. Genau, sauft nicht zu viel. Und denkt dran, seid morgen um 16 Uhr wieder fit, da kommt nämlich die nächste Folge Drifter. Und Kondome schützen. Kondome schützen. Zeugt keine Kinder, die ich nicht aufzeugen würde. Ne? Also keine. Also, keine Kinder, die denkt immer dran, was würde Nefias in dieser Situation. Genau, was würde Nefias. Ich würde den Spaß mitnehmen, aber nicht mit den Folgen arbeiten wollen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.